Nein, nicht einfach. Total reglementiert. Was für ein Schwachsinn. Guten Morgen. Ich gehe nach einer langen Straßenbahnfahrt durch Leipzig und muss pullern. Schnell im Restaurant gefragt, ob ich mal auf Toilette gehen kann. Nein, ist nur für Gäste. Das Klohäuschen am anderen Ende der Straße ist nur durch Münzgeld zu öffnen, was ich nicht dabei habe. Und im Hotel, zu dem ich es dann auch noch so gerade so geschafft habe, bekomme ich dieselbe Antwort wie im Restaurant. Ich bin ein ausgesprochener Freund von sinnvollen wissenschaftlichen Errungenschaften wie der Kanalisation. Aber ich konnte nach ca. einer Stunde Smoothie-Druck in der Blase einfach nicht mehr angehalten und habe dann mitten in der City immerhin an einen Baum und der entsprechenden Erde mein Wasser gelassen. Natürlich kam dann auch etwas klischeehaft, aber es war in der Tat so ein älteres Ehepaar, was mich darauf hinwies, dass ich den Strafbestand des öffentlichen Urinierens gerade erfülle und dass die Polizei bereits auf dem Weg sei. Ich entgegnete, dass sie dann schon mal hier auf die Polizei warten können, ich käme dann auch gleich wieder. Als ich dann unter Protest des aufmerksamen Pärchens von Dannenstrich kamen mir zwei Gedanken, die ich mit euch heute teilen möchte. Der erste Gedanke war Diskriminierung. Als hilflose Frau hätte ich wahrscheinlich viel eher in einen der beiden Etablissements auf Toilette gehen können. Ich war selber noch nie in der Lage, dass ich irgendwo fremd pinkeln musste, das heißt irgendwo pinkeln musste, wo ich nichts gekauft habe, da ich sowieso eher weniger in der Stadt bin und die Natur und ihre reichhaltigen Möglichkeiten des Urinierens bevorzuge und außerdem auch eine ziemlich ausdauernde Blase habe. Aber der Super Smoothie von knapp 3 Litern, der hat schon einen gewaltigen Bums, wenn er ca. eine Stunde später dann unten ankommt. Aber ich habe meinerseits schon bei vielen weiblichen Begleitungen eben jenes, darf ich mal kurz die Toilette benutzen, studieren können und da ist es niemals vorgekommen, dass da irgendjemand Nein gesagt hätte, das ist nur für Gäste, noch nie. Geschweige denn zweimal hintereinander. Ich war mir auch so sicher nach der Straßenbahn, ich finde, ich kann irgendwo fragen in dem Restaurant und das funktioniert. Ja? Ich bin ja ein absoluter Verfechter der Gleichberechtigung. Aber Männer werden, das muss ich anerkennen, in hilfsbedürftigen Situationen nicht so sorgsam behandelt wie Frauen. Aber drauf geschissen, dafür kann ich beim Pullern besser zielen. Aber was mich richtig aufgeregt hat, war die Tatsache, dass dieser ganze Gesundheitswahn und Hygienefimmel tatsächlich dafür sorgt, dass ein ganz natürliches Grundbedürfnis, also sich zu entleeren, unter Strafe gestellt wird, öffentliches Urinieren. Ich kann ja noch verstehen, wenn ich irgendwelches Eigentum beschmutzt hätte, wie eine Parkuhr oder einen dieser ehrwürdigen jüdischen Stolpersteine, dass man da durchaus ja, einen gewissen Obolus zur Reinigung beitragen sollte, könnte, müsste. Okay, das sei mal akzeptiert. Aber ich habe an einem Baum, der erstaunlicherweise tatsächlich noch in Erde gepflanzt wurde und nicht in einer dieser neumodischen Substrate wie in Einkaufspassagen, da mein Wasser gelassen. Und das soll auch verboten sein? Ich meine, klar, in einer Stadt macht es schon Sinn, die Örtlichkeiten zu nutzen, die einen direkten Zugang zur Kanalisation haben. Aber hier geht es ja nicht um den Standard, dass jeder hier öffentlich urinieren soll. Es geht darum, dass man gar keine Wahl mehr hat. Und dann soll man dafür zahlen, dass man in einer derartigen Notsituation an einen Baum gepullert hat? Nee, das übersteigt meine Toleranz für das gesellschaftliche Miteinander. Ich hätte mich gern mit den älteren Pärchen auch weiter unterhalten, aber da ich in der Schnelle der Situation nicht einschätzen konnte, ob sie geblufft hatten oder sie tatsächlich schon die Errungenschaften der Technik für sich nutzbar gemacht und per Handy 110 angerufen haben, um die Leitung für diesen Notfall zu blockieren, habe ich mich dann doch eher für die Flucht entschieden. Auch mit dem Wissen, dass ich gewisse Probleme mit Autoritäten habe und der Auftritt eines Polizisten, der in Ausübung seiner Pflicht auch das ein oder andere Mal eine kontroverse Diskussion als nicht angebracht einschätzt, zu weiteren Problemen führen würde, die dann wohl in einen immer weiter anwachsenden Strafmaß enden könnten. Und entsprechend konnte ich die Situation für mich da nicht adäquat verarbeiten. Auch sind jetzt ein paar Tage ins Land gegangen und auch wenn ich nicht ausschließen würde, dass Steuergelder für eine DNA-Probe des Urins eines unrechtmäßig urinierenden Mitglieds der Gesellschaft investiert wurden, so wähne ich mich doch in Sicherheit, da ich selber ja noch keine DNA-Probe hinterlegt habe und
Trete aus dem Schatten der Illegalität ans Licht, um mit Euch zu diskutieren. Ich bin gespannt auf Eure Wortmeldung zum öffentlichen Urinieren und ja, wer das Leben eines derart verwegenen Outlanders weiterverfolgen möchte, der kann mich auch hier oben abonnieren. Wir sehen uns morgen wieder. Euer Christian. Ciao.